Hallo von der Proklima Wissenswerkstatt. Einige Menschen behaupten ja, dass sie einzigartig sind. Und bei Menschen kann das zutreffen, aber ist es denn auch so bei Produkten? Michael, wir sagen ja, die Intello ist einzigartig. Ist sie denn tatsächlich einzigartig? Ja, natürlich ist sie das. Die Intello ist die einzige feuchte Variable Dampfbremse mit beaufsichtlicher Zulassung. Bauaufsichtliche Zulassung, was bedeutet das jetzt? Kann man nur noch mit der Intello bauen? Das glaube ich ja fast nicht. Nein, das ist auch nicht ganz richtig. Das wäre etwas vermessen, glaube ich. Aber die Intello hat den Vorteil, dass sie als einzige feuchte Variable Dampfbremse die Alterungsbeständigkeit bestätigt hat. Und zwar unabhängig durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Und was bedeutet das jetzt, wenn ich bauaufsichtliche Zulassung habe? Wenn ich jetzt die Intello einbaue, ist das sicherer? Oder was ist mit anderen Bahnen? Also der Vorteil bei der Verwendung der Intello ist, mit der bauaufsichtlichen Zulassung eben, dass die Haltbarkeit über 50 Jahre unabhängig bestätigt worden ist. Und das ist die einzige feuchte Variable Dampfbremse, beziehungsweise die Intello Plus und die DB Plus haben das alle, haben als einzige ihre feuchte Variabilität die Dauerhaftigkeit, die dauerhafte Funktion unabhängig bestätigt. Du hast ganz schön auf feuchte Variable gesagt. Und feuchte Variable, es gibt ja feuchte Variable und feuchte Variable. Wie feuchte Variable ist denn die Intello? Die Intello ist sehr feuchte Variabel. Wir haben also über die Zulassung auch dokumentiert eine feuchte Variable Spreizung zwischen 0,25 bis über 50 Meter SD-Wert. Und das ist also besser, also, aber man kann eine Bahn auch feuchte Variabel bezeichnen, wenn die nicht so einen hohen SD-Wert, also so eine Spreizung hat. Ja, natürlich, das ist nicht geschützt. Also man kann durchaus auch sagen, dass eine feuchte Variable Bahn einen SD-Wert zwischen 3 und 5 Metern einnehmen könnte. Okay, und warum haben wir genau 1,5 und 2,5? Weil wir natürlich bei einer bestimmten Feuchtigkeit einen möglichst hohen Schutz bieten wollen. Und da sprichst du jetzt den Hydrosafe-Wert an, das haben wir vorher noch gar nicht erklärt. Es geht ja darum, dass halt eben natürlich nicht nur die Konstruktion geschützt werden muss während der Lebensdauer des gesamten Bauteils, sondern vor allen Dingen auch während der Bauphase. Da gibt es ja erhöhte Feuchtigkeitsaufkommen. Und Hydrosafe heißt jetzt Schutz vor erhöhtem Feuchtigkeitsaufkommen? Genau. Ne? Während des Estrich- oder Putzlegens, des Verarbeitens von feuchtigkeitsenthaltenden Materialien auf der Baustelle, muss natürlich eine feuchte Variable Dampfbremse ausreichend dicht sein. Und das heißt, Feuchtigkeit, vor allem im Winter ist es ja kalt und feucht. Heißt das, das ist die perfekte Dampfbremse für den Winter? Es ist vor allen Dingen die perfekte Dampfbremse für die Winterbaustelle. Darum geht es. Weil die Dampfbremse so eingestellt worden ist, dass sie auch bei baubedingt erhöhten relativen Luftfeuchtigkeiten immer noch eine ausreichende Dampfbremsrichtung hat. Und es gibt ja einen großen Kritikpunkt an feuchte variablen Dampfbremsen, dass es heißt, die öffnen sich viel zu weit und genau deswegen kommt im Winter zu viel Feuchtigkeit rein. Genau, und deswegen haben wir halt eben den sogenannten Hydrosafe-Wert eingehalten mit der Intello Plus und der DB Plus. Und das bedeutet, dass die Bahn einen SD-Wert von 2 Metern hat bei 70% relativer Luftfeuchtigkeit und damit ein ausreichender Schutz bei erhöhten, baubedingt erhöhten Feuchtigkeiten während der Bauphase gegeben ist. Okay, dann vielen Dank. Achten Sie also auf den Hydrosafe-Wert, wenn Sie eine Dampfbremse kaufen oder auswählen. Und haben Sie noch Fragen? Sind Sie noch nicht überzeugt? Dann schreiben Sie uns an technik@proklima.de oder rufen Sie einfach an in der Technik-Hotline 06202 2782 45.